Einen wunderschönen guten Morgen. Das Hotel, wo ist es denn? Da steht's. Es steht noch. Das ist ein Traumtor. Nachdem wir gestern dreimal Feueralarm hatten insgesamt. Noch viel öfters eigentlich. Ja, wurde es immer direkt abgebrochen. Hier. Ja. Keine Ahnung, was da gewesen ist. Heute geht's auf jeden Fall mit dem Auto mal wieder los. Und zwar fahren wir heute an die Westküste von Florida. Oder Richtung Westküste. Mal gucken. Ist unser Auto hier? Ja, ne? Ja. Da ist er, der Ford Fusion. Ja, ich würde sagen, los geht's. Mal sehen, wo uns die Fahrt hinbringt. Mal gut los auf der Interstate 4 in Richtung Westen. Stau. 8 Uhr morgens. Wahrscheinlich der gewöhnliche Berufsverkehr. Wir haben jetzt eine Verzögerung von 9 Minuten zu erwarten laut dem Navi. Mal gucken, ob das hinkommt. So, der Verkehr läuft wieder und wir rufen jetzt mal das die München an. So, das geht hier auch über den Bildschirm. Hallöchen. Hallo, sag mal was fürs Video. Hallo an alle, die gerade zuschauen und auch neidisch sind auf das Wetter, das Stefan und John haben. Wir wollten nämlich gerade mal fragen, wie das Wetter so ist in Deutschland. Nein, also im Moment ist es ganz schön. Die Sonne scheint, es ist richtig herrlich, frühlingshaft und ich kann mal eben auf das neue Thermostat da gucken. Wir haben draußen 11 Grad. Naja. Also, ich gehe gleich auf die Terrasse. Also ist der Tisch abgewischt? Ja, muss ich natürlich wieder abwischen. Ich komme ja gerade vom Einkaufen. Naja. Wir fahren gerade Richtung Westküste. Mit dem Auto. Ah, ja. Okay, was habt ihr da vor? Irgendein besonderes Ziel? Eingegeben haben wir Clearwater, das kennst du auch. Natürlich, das weiß ich noch ganz genau. Das dauert noch ein bisschen, das dauert noch ungefähr 90 Minuten. Ja gut, aber es ist eine nette Fahrt, oder? Richtig. Ja, vergesst nicht, euch noch hier Klamotten zu kaufen oder hier Schuhe. Ja, mal gucken. Ach, ja, vielleicht die nächsten Tage noch. Ja, man muss ja nichts auf Zwang kaufen. Nee, das nicht, aber wenn John was Schönes findet hier, würde mich das freuen. Ja, wir finden noch was. Wir gehen auf jeden Fall nochmal in so eine Mall oder in so ein Outlet-Center. Ja. Genau, das macht man. Das machen wir. So, was liegt noch an in Bremen heute? Ja, also mein eigenes Video vielleicht ein bisschen filmen und schneiden und chillen und lesen, Sonne genießen. Gut, das machen wir auch. Also, das Sonne genießen, den Rest nicht. Und relaxen natürlich auch. Und dein eigenes Video. Ja. Ja. John hat ein bisschen Sonnenbrand auf der Nase, ne? Nein. Das scheint nur so. Naja, ein bisschen. Die Sonne ist ganz schön heftig hier, ne? Ja, aber ich habe keinen Sonnenbrand. Ja gut, aber immer schön eincremen. Ja, ja. Natürlich. So, ich glaube, jetzt wird das Gespräch zu langweilig. Genau. Wir Ach reden so. Noch ein bisschen. Na gut. Moment. Nein. Ich habe auch, Moment, ich nein, hab auch du keine Zeit mehr für euch. Du bleibst dran. Nein, wir wollen... Wir haben nichts mehr zu sagen. Gut. Also, gut. Tschüss. Bis demnächst. Tschüssikowski. Vermisst du uns schon? Das? Überhaupt nicht. Von hier aus könnt ihr noch 2 Wochen verlängern. Ja. Du hast Schule, John. Gut. Okay. Macht's gut. Tschüss. 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 Tja, 11 Grad. Wir haben jetzt hier gerade 76 Grad Fahrenheit. Keine Ahnung, was das genau ist. Auf jeden Fall über das Doppelte.
wir haben jetzt den nächsten Stau erreicht. Wir sind jetzt aber schon ein gutes Stück vorangekommen. Wir sind jetzt in Tampa. Was man hier eben gesehen hat im Hintergrund, die großen Häuser, ist Tampa Downtown. Und hier ist wieder sehr fließender Verkehr angesagt. Zum Glück kein Stillstand. Also wir hatten bisher noch keinen einzigen Stau, wo wir hier richtig gestanden haben. Obwohl, wir haben aber einen Stau gesehen. Und zwar war der auf der Gegenfahrbahn, als wir gerade Orlando verlassen haben. Da haben die in drei Spuren meilenweit gestanden. Ja, wir haben gerade den schlimmsten Stau des ganzen Urlaubs. Immer noch in Tampa sind wir hier. Wir sind in der letzten Stunde kaum vorangekommen. Dauert noch 40 Minuten, bis wir in Clearwater sind. Und hier geht gar nichts. Keine Ahnung, was hier ist. Hier war schon ein Krankenwagen eben durchgefahren. Aber gleich verlassen wir die Interstate und dann geht es vielleicht ein bisschen schneller voran. Vielleicht ist der. Sind wir dann nicht nur in Clearwater, sondern vielleicht ist dann der Verkehr auch etwas klarer. Vielleicht. In der Parkgarage, Level 5, und die Tür geht auf. Parken kostet 7 Euro die Stunde, 3 Stunden ist Minimum. Also haben wir schon mal 21 Euro, Dollar für Parken bezahlt. So, mal sehen, was uns jetzt hier erwartet in Clearwater. Das ist nur eine Hotelrezeption. Nee, noch nicht. So, hinter mir ist der Strand. Ja, und vor mir sind kühle Getränke. Jede Menge. Ja, wir sind hier in einem sehr netten Restaurant, wo man draußen sitzen kann. Ich habe hier zumindest so ein bisschen Blick aufs Wasser oder auf die Palmen. Wir haben hier was Besonderes bestellt. Ich wollte ja schon. Als wir in Everglades waren, Alligator probieren. Das mache ich jetzt. Hier gibt es diese Gator Bites. Und wir teilen uns das. Und Johnny hat sich. Ich habe mir nichts. Wir beide haben uns wieder. Wir wollen ja 50-50 machen. Irgendwie gab es hier was. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit Key West auf jeden Fall. Key West Combo. Ja. Und das da ist, sind Shrimps und Fleisch. Ja. Und wir haben hier schon mal ein kühles Wasser bekommen mit Eiswürfeln. Total ganz vergessen. Das gibt es ja in den USA im Restaurant oft, dass man so Wasser bekommt. Wir haben natürlich noch eine Cola bestellt, eine Pepsi. Und John hat sich eine Limonade bestellt, ne? Ja, habe ich. So. Essen ist da und hier bei Stefan müsste ja eigentlich das Alligatorfleisch sein, aber wo, was davon ist das? Vielleicht sind ja auch Gator Bites die Sachen, die das Krokodil ist. Würde vom Namen her Sinn ergeben. So wie ich das sehe, ist das alles das Gleiche. Bin echt mal gespannt jetzt. Mit Soße mal eben so ein bisschen eintunken hier. Auf jeden Fall lecker schmeckt.
Wonach es schmeckt, kann ich gar nicht sagen. Ist echt gut. Muss auch mal probieren. Gleich gern. Heiß. Hast du auch gedippt? Lecker. So ja, Shrimps sind auch wieder dabei und ich muss sagen, die schmecken hier auch noch mal ein klein wenig anders, weil sie nicht frittiert sind. Stefan meint, so sollen die halt schmecken. Und ja, ich habe, glaube ich, insgesamt was Neues für mich entdeckt, Shrimps. Bin aber immer noch ein klein wenig unsicher. Ich weiß nicht warum, ich ekel mich nicht vor Shrimps, aber ist halt was Neues. Ja, da ist er, der Golf von Mexiko. Total warmes Wasser. Viel wärmer als der Nordatlantik bei der Daytona Beach, wo wir vor einigen Tagen gewesen sind. Ja, und wir haben unsere Füße drin. Und Johnny, wie ist? Strandfeeling. Ja, muss ich auch sagen. Richtiges tolles Strandfeeling. Leute, soweit das Auge reicht. Richtig voll hier. Aber ich mag sowas ja sehr gerne. Dieses typische. Und ich laufe jetzt mal bis zum Steg da vorne. Das ist so ein langer Steg, der ins Wasser führt. Ja, und genießen Sonne und Wasser. Was man dort sieht, das sind Pelikane, gibt es nicht nur Füller von, gibt es auch Vögel von. Und warum chillen die hier ihr Leben? Weil die hier von den ganzen Anglern Fische bekommen und das essen sie. So, schon wieder im Auto und es geht weiter. Wir haben eine Mall ausgesucht und dort fahren wir jetzt hin. Hoffentlich nicht wie beim letzten Mal so eine Edelmall, wo man sich nichts erlauben kann. Simone hat ja am Telefon gesagt, sie wünscht sich, dass wir uns jetzt was kaufen. Ja gut, machen wir natürlich gerne. Kann man dort am besten. Vielleicht finden wir was. Mal gucken. Ja, wir sind hier Schuhe kaufen und ich habe hier einen Schuh gefunden, gar nicht so teuer, 80 Dollar, den ich so in Deutschland auch noch nicht gesehen habe, und zwar den hier. Hole ich mir, wenn die den in meiner Größe haben. Ich habe ja letztes Mal in Amerika gemerkt, die haben ganz schön Probleme damit, bestimmte Schuhgrößen zu finden.
Ich habe jetzt einen anderen Schuh gefunden, weil sie den anderen nicht in der richtigen Größe hatten. Und ja, jetzt passt der Schuh und ich habe einen guten gefunden. So, jeder hat ein paar Schuhe gefunden. Stefan welche von Puma? Adidas. Adidas. Und ich habe da welche von, also Nike Air. So, ich zeig mal die Schuhe. Das sind die, die ich ausgesucht habe. Ich habe da versucht, welche zu finden, die ja, so nicht in Deutschland gibt, aber also ich zumindest in Deutschland noch nicht gesehen habe. Und Stefans Schuhe, die sehen so aus. Auffällige Sohle. Grüße vom Pelikan, was? Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt machen soll. Der klebt schon. Ne, wirklich, was machen wir in so einem Fall? Da kann man wieder mal sehen. Die Jugend hat keine Lebenserfahrung. Kein Problem für mich. Ja, cool, für einmal geht das, aber das geht doch nicht immer. Bitte sehr. Warum muss da mein Ding scheißen? Und wie ist? Bist du zufrieden oder mit deiner Wahl? Oder wie tragen sich die neuen Schuhe? Doch, sind gut. Ich bin gerade nur ein wenig verwirrt gewesen. Warum? Weil ich mich umdrehe und ist eine Kamera. So, jetzt haben wir eine Stunde Autofahrt hinter uns Richtung Norden, sind jetzt in Tampa bei einem Premium Outlet, wo wir noch mal ein bisschen shoppen wollen und wir hoffen uns da ja, ein paar Sachen zu finden. Ich bin sehr gespannt. Johnny? Ich bin ebenfalls sehr gespannt. Mal gucken, was es hier so gibt, wenn wir einen Eingang finden. Schon gleich was gefunden für 13 Dollar. Ein schönes Puma-T-Shirt. Hat sich schon mal gelohnt, die Fahrt hierher. So, weiter geht's. Ja, ich habe auch was gefunden. Zwei Hosen, allerdings nicht mehr für den Urlaub, sondern für zu Hause. Zwei Hosen von Nike. Einmal in so einer gemütlichen Farbe hier und dann noch einmal in Rot.
Ja, und während Johnny dann die doppelte Kontrolle über sein Leben verloren hat mit zwei Trainingshosen, gibt es hier erstmal kühles Getränk bei der Hitze. Die ganze Mall hier oder Outlet ist ja alles unter freiem Himmel. Total cool gemacht. Schmeckt sogar. Ach, erfrischend. So, noch was gefunden. Ein tolles Levis-T-Shirt. So, ich hab was gespart, kostet normalerweise $30, ich hab's für 21 bekommen, weil ich meine E-Mail-Adresse angegeben habe. So, perfekt. So macht Shoppen doch besonders viel Spaß. Weiter geht's. Schön, wenn man Kinder hat, muss man seine Taschen wesentlich selber tragen. Das ist aber auch schon der einzige Vorteil. Stefan. So, wo geht's im Auto? Du hast nicht Kinder. Eins. Und das reicht mir auch schon. So, was ist nun? Wo ist das Auto? Du hast es geparkt. Ja, da vorne natürlich. So, ich habe mir noch so eine Art Hemd oder was ist das? Keine Ahnung, gekauft. Mal was anderes. Echt ein geiler Stoff vor allen Dingen. Und das Ganze für, keine Ahnung, irgendwie $30 oder sowas. Das ist wirklich günstig. Inzwischen ist es dunkel geworden, kann man sagen, oder es ist fast dunkel. Wir haben noch Lust auf was zu essen. Es war gar nicht so einfach. Wir wollten eigentlich hier zu Popeyes, eine Kette, die wir noch gar nicht kennen. Wir waren da eben drin. Es riecht sehr lecker. Was gibt es da so? Es ist Seafood, Shrimps. oder es gibt Chicken oder Nuggets oder Sandwich. Aber irgendwie spricht nicht so uns irgendwie nicht so an. Wir haben das nicht so richtig gefunden. Es war auch dann, irgendwie komische Karte. Also. Ja. Ja, was macht der Mensch, wenn er nichts Neues findet? Er geht zum, was er schon kennt. Da vorne ist Burger King und dahinter ist unser Hotel. Wir haben auch keinen Bock mehr, jetzt noch weiter zu fahren. Wir sind den ganzen Tag gefahren. Ja, naja, wir haben auch viel eingekauft und wir waren schon am Strand. So schlimm war es nun auch nicht. Wir sind bestens durchgekommen eigentlich von Tampa bis Orlando. Jetzt haben wir aber Hunger und gehen jetzt, zu Burger King. Ach nee, ich muss in die Richtung. So, Essen ist bestellt. Und bei mir, ich weiß nicht, wie der Burger heißt, ich habe einfach gerade irgendwie... Ich habe Hunger auf Tomaten und... Das Typische halt hier. Tomaten, also schön frisch mit Fleisch und... Das ist unser. So, ein kleiner Fun Fact. Wir sitzen hier in einem grünen Auto. Und genauso grün wie das Auto ist auch unser Getränk hier. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt, aber John hat es auch genommen.
Schmeckt gar nicht so süß. Eher sauer, ne? Immer was anderes als immer Dr. Pepper. Und so sieht mein Burger aus. Scheint ihm gut zu schmecken. So, mein Burger ist hier drin. Ich habe mir so einen Western Whopper bestellt, wie das heißt. Schönes, dickes Ding. Tomate ist wieder da. So, mal gucken. Der Western Whopper. Oh, lecker. Genau richtig. Dieses grüne Getränk heißt übrigens Surge. Surge, oder wie spricht man das? Also geschrieben wird es S-U-R-G-E. Und jetzt habe ich mir das nochmal geholt in Cherry. Das schmeckt ein bisschen besser als das Grüne. Das Grüne war nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Gleich schon, wenn ich im grünen Auto sitze, ja. So. Gut gesättigt, gehen nun der König und sein Gebieter raus ins Hotel. Ich habe was ganz Besonderes, und zwar eine grüne Fanta, weil es Fanta Lime ist und das ist sehr lecker. Ich trinke noch meinen Sherry hier aus. Wo ist unser Auto überhaupt schon wieder? Da vorne. Sieht so unscheinbar aus, der dunkle Wagen. Ja, ich würde mal sagen, fahr mich. Das war's für heute. Es passiert jetzt wohl nichts mehr. Morgens, es ist irgendwie was mit 8:30. Wir sind aufgewacht, wir sind geduscht, fertig für den Tag, und wir wollen heute wieder mit dem Auto losfahren. Für den Freizeitpark ist es momentan wirklich etwas zu heiß, und darum haben wir gedacht, wir fahren in einen State Park. Die Fahrt dauert ungefähr eine und eine halbe Stunde, ein bisschen mehr bei dem großen Verkehrsaufkommen. Mal sehen, wie wir durchkommen. Ja, was habe ich jetzt vor? Ich habe gestern ganz schön Vogelschiss hier ans Auto bekommen, während wir geparkt haben. Und ich werde jetzt mal so das, ich glaube, ganz weg kriege ich das nicht, aber ich werde es so wegmachen, dass es mich am Griff nicht nervt und ich die Tür unbeschwert öffnen kann. Natürlich ist das hier Wasser. Wäre schon blöd, wenn ich da Getränke drüber gießen würde. Ah. Es wird schon feucht. Ja, ich würde sagen, die Sache läuft. Angenehme Temperaturen haben wir jetzt noch, also so 20 Grad würde ich sagen, laues Lüftchen. John macht Carwash, sehr gut. Ja, und wir fahren gleich in Richtung Süden los mit dem Auto, wenn John fertig ist. Und das bin ich gleich. Thank you.
Ja, ich finde es gerade richtig gut, dass wir mit dem Auto wieder ein bisschen mehr unterwegs sind. Liegt daran, dass wir die Universal Parks schon ziemlich, ich will nicht sagen abgefrühstückt haben, aber wir haben, glaube ich, alle Rides mindestens einmal gemacht, die uns interessieren. Und ich finde es jetzt ein bisschen wichtig, dass wir noch ein bisschen was vom Land sehen, zumal John ja zum ersten Mal in Florida ist. Rampe, Kamera voraus. Und wir haben ja auch noch 3 Tage vor uns, also wir werden ja noch die Parks noch weiterhin besuchen. Aber irgendwie finde ich es auch ganz gut, wenn wir mal was machen, was nichts mit künstlichen Welten zu tun hat, sondern ein bisschen was mit Natur, oder? Ja, ich bin ja nicht nur hier, um Harry Potter und so zu sehen, sondern auch über Florida. Wir sind angekommen im, wie heißt das hier? Highlands Hammock State Park. Highlands Hammock State Park. Sieht sehr urwaldmäßig hier aus. Echt der Wahnsinn. Wir fahren hier echt durch eine tolle Landschaft. Und hoffen mal, dass wir gleich was finden, wo wir aussteigen können, um uns das mal so ein bisschen außerhalb des Autos anzugucken. Hättest du so eine Landschaft hier erwartet, John? Nee, überhaupt nicht. So, wir laufen hier jetzt schon durch den ersten Trail und hier kann es auch dazu kommen, dass einem Krokodile vor die Füße laufen. Also ich bin gespannt, ist auch noch mal was anderes, ein Krokodil in freier Wildbahn zu sehen. Wir werden keins sehen. Werden wir glaube ich auch nicht, aber die Aufregung ist dann halt schon ein bisschen da, dass man auch ein bisschen aufpasst und die Natur ist wirklich sehr schön hier. Wir laufen jetzt den kürzesten Trail übrigens, den es hier im State Park gibt. Der führt zum größten Baum des State Parks. Ich bin sehr gespannt. Aber hier ist es wirklich wie im Dschungel. Richtig klasse ist das hier. Das hat sich schon gelohnt. Allein dieses Gefühl hier, also Wahnsinn.
voll lustig oder komisch. Wenn man hier den Weg entlang geht, hört man immer links und rechts so ein Rascheln hier im Gestrüpp. Das sind alles so kleine Eidechsen, die sich hier in der Sonne wohl, oder etwas größere auch, keine Ahnung, hört sich gerade so ein bisschen größer an, was da krabbelt. Ja, wenn der Empfang hier gut wäre, könnten wir jetzt gucken, wo unser Auto geparkt ist, weil wir würden, glaube ich, nicht unbeschwert zurückfinden gerade. Und deshalb gucken wir auf der Karte, aber das sieht aktuell so aus. Es gibt gute Nachrichten. Unser Auto ist in Sicht. Wir haben es wiedergefunden. War gar nicht so schwer. Da ist es. So, jetzt haben wir uns erstmal einen kleinen Drink verdient. Arizona Watermelon. Das ist ein Liter oder was ist das? Oh, schön kalt. Total lecker. Also das kann ich empfehlen, das Getränk hier. Oh. Und ich habe Mucho Mango. Ebenfalls sehr, sehr lecker. So, sind wir hier am Sumpf angekommen, am Wasser. Sehr schön hier, hat aber auch einen kleinen Nachteil. Wo Wasser ist, da sind auch Fliegen. Ja, Fliegen wären nicht schlimm, Mücken, genau. Moskitos, die nerven hier ein bisschen extrem. Aber ist eine tolle Gegend hier, muss ich mal sagen. Was ein bisschen schade ist, ich war vor 20 Jahren schon mal hier an diesem Platz und dort hinten gibt es einen Trail, der ist ein ganz schmaler Steg und der führt durch diesen Sumpf hier richtig durch. Das war eigentlich so ein kleines Highlight, aber heute ist das leider vorübergehend geschlossen wegen irgendwelchen Unsicherheiten. Ja, gut, aber trotzdem ist das hier ein lohnender Ausflug gewesen. Auf jeden Fall. So, wir fahren jetzt mit dem Auto hier raus. Wir haben zwar nicht alle Trails gesehen, aber
die unserer Meinung nach wichtigsten. Und ja, jetzt geht's auf Futtersuche. Ich würde mich heute mal etwas freuen, wenn wir nicht so einen Fastfood-Shoppen besuchen. Ich habe irgendwie Hunger auf was anderes. Ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie Hunger auf so eine... Ja, das wäre ein großer Zufall, wenn wir es finden. Aber wenn wir es finden, wäre es ja natürlich sehr lustig, wenn... Was denn? Wenn ich schon im Video vorher erwähnt hätte. Ich habe gerade irgendwie richtig Bock auf so, ja, so Pizza. Aber nicht so eine Pizza Hut Pizza oder McDonald's Pizza, wie wir sie schon erlebt haben, sondern so richtig mit Tomatensauce und... Oh. Wo willst du die denn finden? Bei McDonald's habe ich eine Pizza gegessen vor kurzem. Ey, ich habe doch gerade gesagt, nicht wie bei McDonald's. Ja. Konzentriere dich lieber weiter auf die Straße, ist glaube ich besser. So, jetzt kommt was ganz Besonderes. Als wir für 3 Wochen hier einen Roadtrip gemacht haben durch die Westküste, haben wir schon ganz oft Aldi-Läden gesehen und sind aber nie reingegangen. Und jetzt trauen wir uns das Ganze mal. Ja, ist ja eine deutsche Supermarktreihe und finden die Amis so gut, weil die Preise dort wohl ganz gut sind. Und jetzt gucken wir als Experten mal in den Aldi hier rein, weil wir kennen das Ganze ja schon. Ja, Aldi ist ja auch dafür bekannt, dass man auch nicht immer nur die originalen Waren hier kaufen kann, sondern auch die Nachmachen, sagen wir mal. Und das gibt es auch in amerikanischer Form, weil es gibt ja diese Reese's und hier gibt es dafür einen anderen Begriff, und zwar Peanut Butter Cups. Und das sind genau die Dinger. Also man merkt schon, wie mit den deutschen Artikeln ist das hier auch mit den amerikanischen Artikeln. Oh, es gibt sogar deutsche Sachen hier. Himbeeren, habe ich jetzt echt Bock drauf. So, Brombeeren oder wie sie hier heißen, Blackberries. Schön gekühlt. Lecker. Ja, wenn du in Deutschland mit Aldi-Klamotten rumläufst, dann wirst du doof angeguckt. Hier ist es sehr beliebt. Für kleine Kinder. Oh, das tut auf den Kopf weh. Also es wäre ein Traum, wenn der Aldi in Deutschland so wäre. Könnte man jeden Tag amerikanisch frühstücken. Hier wird Brezel mit P geschrieben. Brezel. Überraschungseier haben wir nicht gefunden. Aber was ich sogar noch besser finde, Kinderjoy. Also das ist wirklich... Oh. Jetzt sitzen wir hier ganz stilecht auf dem Aldi-Parkplatz. Der Motor läuft, die Klimaanlage ebenfalls. Da läuft der Motor. Haben auch mal so ein Prospekt mitgenommen von Aldi. Muss ich mir mal in Ruhe noch mal angucken. Und John ist ganz begeistert wegen seinem Kinderjoy. Nein, natürlich wegen dem Geschmack. Aber ich habe, glaube ich, irgendeinen Adler bekommen. Also ich kenne dieses Kinderjoy überhaupt nicht. Wo ist eigentlich meins? Da hast du eine Sonne gelegt hier. Super. Oh, der Junge da. Ja, das sollst du essen. Das ja. Sollst du ja nicht in der Sonne liegen lassen. Ja, stimmt. Und ich als völlig Unwissender habe jetzt echt gedacht, dass Kinderjoy das amerikanische Überraschungsei ist. Ich wusste gar nicht, dass es das in Deutschland auch gibt. Ja, ich kaufe nicht so oft Süßigkeiten. So, was habe ich jetzt hier?
Sogar Kinderdrama mit Simone nachgemacht. Aha. Zu Hause ein riesen Pott voll. Und hat euch geschmeckt? Ja. So, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt sowas hier. So sieht meins aus. Das ist normal, oder was? Ja, das habe ich. Wo hast du das Spielzeug? Auf der anderen Seite. Wo der Löffel dran klebt. So. Ich habe auch was. Ich glaube, es ist ein Auto. Muss ich gleich mal genauer gucken. Aber erstmal hier aufessen, bevor es in der Hitze hier aufschmilzt. Und das schmeckt jetzt so gut, oder was? Mhm. Das ist wirklich lecker. Oh ja. Kann man essen, sehr lecker. Aber richtig lecker. Hat schon gut gewürzt irgendwie. Schmeckt, ich weiß nicht warum, es schmeckt irgendwie nach dieses Weißwurst-Ding, oder? Hä? Sind sehr stark gesalzen. Wir hätten mal lieber noch was zu trinken. Was zu trinken. Du bist ein Lauch, das ist kein Lauch. Du bist Lauch, da ist sogar ein Lauch drauf abgebildet. Mann, Stefan. Oh, lecker. So, kommen wir zu den gesunden Sachen. Himbeeren. Oh, köstlich. Und so richtig schöne dicke Brombeeren. Mmh, schön kalt. Und süß. Lecker. Unser Auto parkt hier. Die Hitze ist unbeschreiblich. Hier habe ich gerade eben John abgesetzt, als wir die Straße hier entlang gefahren sind. So kann er jetzt auf jeden Fall vor mir im Freitagpark sein. Ich habe das Auto allein zurückgebracht. So muss John jetzt nur den halben Weg laufen oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Und dann treffen wir uns gleich im Universal Park. Schon bin ich im Park. Jetzt mal sehen, wo John ist. Der wird wohl schon eine Ride gemacht haben, denke ich mal, in der Zeit, wo ich gelaufen bin, alleine. Na, wo bist du? Also, du bist bei E.T., bist schon mal gefahren oder was? Ach so, ja, ist gut, alles klar. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Tschüssi. Ja, er ist gerade bei der ET-Ride. Bin ja echt froh, dass mir das so gut gefällt, obwohl die Ride ja schon sehr alt ist. Ja, muss ich ein bisschen warten. Gehe ich jetzt mal nach Springfield hier zur Bar auf ein kühles Getränk und warte dann auch schon. So, wohl verdient nach dem langen Weg in der Hitze. Ein Duff-Bier. Lecker. Und erfrischend. So, jetzt mal auf John warten, bis der hier aufkreuzt. So, da ist er auch schon.
Hallo. Erzähl, was hast du gemacht? Also als ich angekommen bin, habe ich hier diese Jason Bourne Show gemacht. Da war gerade Einlass, also als ich vorbeiging, bin ich so mitgegangen und habe dann auch noch einen guten mittigen Platz bekommen. Und ja, dann bin ich in Ski gefahren. Ja, jetzt willst du was trinken wahrscheinlich haben. Ja. Was gibt's denn Schönes? Oder was willst du denn haben? Eine Sprite. Eine Sprite. Und Hauslife. Weiß ich nicht. Angenehm oder nicht angenehm? Ja. Schön windig hier, ne? Ein kühles Lüftchen weht hier, kühle Getränke. Das ist ein Freizeitpark, wo man normalerweise hinkommt, um einfach ein Ride zu fahren und wir relaxen hier. Das ist immer das Gute, wenn man so eine Karte hat für 14 Tage. Da muss man sich nicht abhetzen ohne Ende. Man kann auch mal hier in Ruhe sich hinsetzen und... Aber meine Rückenlehne ist keine Armlehne. Sei froh, so einen Stuhl hast, ich habe ihn nämlich gesaved. Während du die Stuntshow geguckt hast und die gefahren bist. Dankeschön. Ja, auch in den USA ist Ostern, so wie in Deutschland. Und daher ist hier ein erhöhtes Aufkommen an Touristen, würde ich mal sagen. Die Wartezeiten in den Universal Parks, ja, für E.T. 40 Minuten. Und was war noch hier? Velocity Coaster 95. Alles von, sagen wir mal, 40 für, naja, Bahnen, die nicht 40 Minuten Wartezeit wert sind, bis zu andere Bahnen, die dann 120 Minuten haben. Und so, warten wir noch ein bisschen. Und da John ja heute den Wunsch geäußert hat, eine Pizza zu essen. Und hier gibt es im City Walk, wo wir gerade sitzen hier, also eine selbstgemachte, also Handmade-Pizza. Ich glaube, die wird ziemlich gut sein. Immerhin haben wir jetzt gerade bestellt. Geht alles hier über die Universal-App. Kann man gar nicht am Tisch bestellen hier. Muss man am Tisch bestellen. Ja, am Tisch bestellen, aber man kann nicht bei einer realen Person bestellen. Ist auch egal. Die kosten zwei Pizzen und zwei Getränke $41. Daher erwarte ich jetzt auch, dass es auch am besten schmeckt. Und dass John essenstechnisch zufrieden ist. Ja, und das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, da ich die Pizza jetzt noch nicht gegessen habe. Weder gesehen habe, noch gerochen habe, noch irgendwas. Wir haben hier einen super Tisch. Wir können hier ganze bunte Treiben hier auf dem Citywalk mitverfolgen. Es ist ja der Bereich, wo man in den Park rein und raus geht. Und ich sehe gerade, es gehen mittlerweile mehr Leute raus als rein. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir es mittlerweile 18.30 Uhr haben. Und die Büsse fahren. Und was? Und die Büsse fahren. Busse. Die Mehrzahl von Bus ist nicht Büsse, sondern Busse. Bring mal die Pizza, John! Ja, Pizza ist da. Bei mir gibt es eine Margherita, da ich so klassischen Hunger auf vernünftige Pizza hatte. Und bei Stefan gibt es Pepperoni. Ist ja gar keine Pepperoni drin. Ah. Ist aber, sieht sehr lecker Erklär's aus, die Pizza. Doch wenigstens. Pepperoni heißt nicht Pepperoni, sondern heißt Salami. Haben wir ja schon so oft gesagt. Dazu gibt es einen leckeren Eistee, Raspberry. Moment mal eben. Ja, und bei mir gibt es einen Sweeted Eistee. Guten ja. Appetit. Die Pizza sieht aber nach seinem Geschmack aus, oder? Ich habe gerade nicht verstanden, was? Die Pizza sieht wohl nach deinem Geschmack aus, oder? Ja. Mit dem Typen kann man keinen Urlaub machen, das kann ich euch schon mal allen sagen. So, jetzt bin ich hier in der Falle. Ich muss meine Pizza jetzt mit den Händen essen. Ja, wie ein normaler Mensch muss ich jetzt essen. Es gibt kein Besteck. Ja, das soll. Vielleicht haben sie dich für einen vernünftigen Kunden gehalten. Der ah, weiß, ja, wie eine Pizza ist. Aber die geht, die hängt nicht so, na doch. Oh. Da kann ich nehmen, das ist so heiß. Wie ist du das? Mit zwei Händen? Also ich nehme die in die Hand, dann schiebe ich mir das in den Mund, dann beiße ich ab, kaue noch ein bisschen, sodass ich es runterschlucken kann und ja, Verdauung ist noch nicht eingetreten. Ich werde schon schaffen. Aber sie ist sehr lecker, die Pizza, muss ich sagen. Und draußen steht irgendwie dran, dass sie alles handgemacht wird.
Den Hype sind wir eben gefahren, eine grandiose Fahrt. Darf man nicht vergessen, dass diese Bahn schon über 20 Jahre alt ist und die fährt noch wie am ersten Tag. Bin sie ja mal gefahren, wo sie gerade aufgemacht hatte. Das ist also wirklich erstaunlich. Ja, und mir ist aufgefallen, die letzten Tage, wo die Hitze noch zu viel war, da ist mir immer schwarz vor Augen geworden. Und ja, da war die Fahrt auch irgendwie nicht ganz so angenehm. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen bekommen. Und jetzt, wo das Wetter gerade angenehmer ist, war die Fahrt wirklich zum ersten Mal problemfrei für mich. Richtig super. Ja, was soll ich sagen? Für manche ist es eben ein bisschen zu viel, so ein Freizeitpark in den USA, ne? Bei der Hitze. Jetzt haben wir uns noch eine Fahrt ausgesucht, den Velocicoaster. Danach wird es dann wahrscheinlich dunkel sein und die Warteschlangen werden dann hier geschlossen, die Wartereien. Die Dauer sind mal eben 95 Minuten, so mal eben eine Spielfilmlänge. Naja, lohnt sich aber, weil diese Bahn, das ist wirklich die beste hier im ganzen Park, was Thema Achterbahn angeht. Muss ich auch sagen, richtig toll, wenn man auch über Kopf fährt, nah an der Wasseroberfläche entlang. Die Strecke ist echt toll, also muss ich sagen, abwechslungsreich, man beschleunigt zwischendurch. Es ist echt, wenn ich warten muss, so lange, dann würde ich sagen, es ist diese Bahn, die es wert ist. Und ja, danach gehen wir dann schön nach Hause wahrscheinlich. In der Abendkühle. Naja, was heißt Abendkühle? Auch noch über 20 Grad wahrscheinlich dann. Aber erstmal sehen, dass wir hier einigermaßen durchkommen. Genau. So, was haben wir hier? Wer Terminator 2 kennt, der kennt das Outfit auch. Ja, das hier ist wohl das originale Outfit oder zumindest die originale Jacke, weil die Hose ein bisschen komisch aussieht. Aber hier steht auf jeden Fall, dass das alles von Arnold getragen wurde. Ein neuer Morgen. Es ist schon wieder, ja, was soll ich sagen, hier ist das gleich noch schön warm. Sogar der Fahrstuhl ist schon da. Und auch nicht klimatisiert und warm. Nee, hier ist auch warm drin. So, wir fahren jetzt ganz spontan erstmal frühstücken bei Walmart. Ist geplant. Nein, erstmal fahren wir runter. Richtig, mit dem Fahrstuhl fahren wir erstmal runter. Nicht ganz. Mensch. Es ist voll in Florida und auch voll im Fahrstuhl. Aber wie gesagt, wir waren gerade stehen geblieben. Wir wollten jetzt ja erstmal zu Walmart zum Frühstücken fahren und ein bisschen einkaufen. Ein paar Sachen brauche ich nämlich noch, aber ich glaube, ich finde das gar nicht diesmal, leider. Aber egal. Hast du noch was zu sagen hier am
Tag, am Start des Tages? Nee, ich habe nichts zu sagen. Ja, da hast du wesentlich recht. Nämlich gar nichts zu sagen hat er. Rechts auf, den Parkplatz abbiegen. Du hast den Parkplatz deines Ziels erreicht. Es scheint ein bisschen voller zu sein heute als gewöhnlich. Auch hier. Da sind wir auch schon. Auf geht's. Ja, für Stefan gibt's einen riesigen Salat und für mich gibt's ein kleines Paket, klein aber fein, Wassermelonen. Werde ich aber von satt. So, jetzt muss sich da John entscheiden, nimmt er Doppelschock mit oder nimmt er wie Stefan Strawberry? Ich nehme Strawberry. So, zwei Hosen gefunden in meiner Größe. Stück. Was kostet eine Hose? $22. Levis. Da kann man nicht meckern. Perfekt. So, alles gefunden, sogar die von mir gesuchte Florida-Flagge für zu Hause, für die Wand. So, jetzt haben wir uns einen schönen Schattenplatz hier gesucht für unser Auto und werden erstmal jetzt hier unser Frühstück einnehmen. So, Stefan scheint irgendwie auf dem Dach zu essen. Ich esse hier im Auto und habe hier meine Wassermelonen mir so auf den Schoß gestellt und lecker. Schön, schön saftig. Natürlich esse ich nicht auf dem Dach, sondern ich habe auf dem Dach nur meinen Salat zubereitet, weil das einfacher geht im Stehen als hier auf dem Sitz im Auto. Genießen werde ich diese Köstlichkeit natürlich im Auto. Zum Frühstück. Kann nur empfehlen. So, fertig gegessen und weiter wird gefahren. Und zwar Richtung Cocoa Beach. Das ist wieder am Nordatlantik. Wir waren ja schon mal da am Nordatlantik, beim Daytona Beach. Ja, wir sind ein bisschen spät dran durch das ausgiebige Einkaufen und Frühstück. Heute fängt hier das Osterwochenende in den Vereinigten Staaten an. Dementsprechend voll wird es wahrscheinlich überall sein. Mal sehen, wie es wird. Aber in den Park zu gehen hat jetzt auch keinen Sinn bei der Hitze und bei der Fülle. Wir machen es vielleicht so ähnlich wie gestern. Mal gucken, wie der Tag so. Alles gemütlich. Und spontan, genau. Erstmal jetzt geradeaus, dauert ungefähr 1,5 Stunden, dann sind wir am Strand. Irgendwie muss ich mal sagen, sieht die Gegend hier aus, als würde man durch den Westen der Vereinigten Staaten fahren. Haben wir gestern auch schon mal bemerkt, da war auch so eine Stelle, wo es jetzt so ungefähr aussah wie hier, wo auch
Rindergrasen, wo eine ganz andere Vegetation ist als im Rest von Florida. Also keine Palmen und sowas. Richtig schön eigentlich mal. Also, gut, die ganze Gegend, wenn man hier lang fährt, Florida, das ist nicht so spektakulär. Aber irgendwie ist man dann doch mal froh, ich jedenfalls, wenn man aus dem ganzen Getümmel von den Freizeitparks und von Orlando rauskommt und dann diese Weite in Anführungszeichen mal wieder sieht. Oder Johnny, wie empfindest du das? Ja, ich empfinde das ähnlich. Sieht wirklich nach Westen aus und schaut man sich gerne an. Jetzt fahren wir hier auf einer Brücke links und rechts Wasser und wir sind schon im Ort Cocoa. Oder wie heißt das? Cocoa? Cocoa, würde ich sagen. Cocoa, ja. Und, wunderschöne Atmosphäre, wunderschöne Aussicht gerade. Links und rechts Wasser, wie gesagt, wie John sagt. Kleine Boote sind da überall festgemacht. Es ist natürlich wieder mal voll, ist es klar. Wochenende. Cocoa Beach ist ja ein Stadtteil hier, ne? The Beach von Cocoa. Ja, und dort sind wir in 19 oder 18 Minuten. Wenn alles gut geht, ja. Bei uns läuft ja nicht alles. Wenn ich hier schon wieder sehe, auf der Gegenfahrbahn ist schon wieder fetter Stau. Alle wollen raus. Ja, komisch irgendwie. Ach, sehr verdächtig. So, nach einigen Schwierigkeiten, dass wir verstehen, wie das hier geht, haben wir jetzt hier in diesem Parkhaus hinter uns hier geparkt. $15 gekostet ungefähr und wir können jetzt 3 Stunden hier parken und wir gehen jetzt Richtung Strand. Hoffentlich finden wir den unbeschwert. Ja, das heißt nicht so einfach, aber gut, dann war es dann doch wiederum nicht so schwer, wenn man weiß, wie man, was die von einem wollen am Automaten. Das war jetzt einfach, den Strand zu finden. Ist auch sehr schön hier, wie ich sehe. Wir werden uns natürlich keinen Liegestuhl mieten, wir haben unsere Handtücher dabei. Das reicht ja wohl. Ja. Ich wollte hier ein bisschen hier langlaufen. Oh, das ist ein richtig schöner Strand. Man merkt auf jeden Fall schon mal irgendwie so das Salzige in der Luft auch. Ja, es riecht hier richtig, der typische Strandgeruch so vom Wasser. Schon mal festhalten, sollte in diesem Jahr der Sommer in Deutschland ins Wasser fallen, haben wir auf jeden Fall schon mal Sommerluft geschnuppert und zwar so richtig. Jede Menge. Ja, richtig schön mit Strandfeeling. Und man sagt, das ist wirklich ja, so eine USA-Reise, sag ich mal, ist dann mit einigen Strapazen verbunden, vor allen Dingen die An- und Abreise, sag ich mal. Aber im Endeffekt ist das schnell vergessen. Es lohnt sich dann jeder Tag und wir hatten echt bisher so geiles Wetter und schon ein paar richtig schöne Strände gesehen. Auf jeden Fall. Den hier zum Beispiel. We'll be right back.
eigentlich nicht so ein Muschelsammeltyp, aber ja, alle sind hier irgendwie am Muscheln sammeln. Und ja, hier waren einige glänzende Weiße dabei, die beiden. So, was gehört auch zum Strand dazu? Natürlich auch mal ein bisschen relaxen, obwohl die Sonne ist echt heftig. Nicht zu lange relaxen. Genau, nicht zu lange, aber richtig schön hier. Ein Lüftchen weht, das Meer rauscht. So. Und die Sonne knallt. So, jetzt haben wir hier die Mittagszeit erreicht. Es ist richtig schön heiß. Unsere Handtücher haben wir jetzt hier zurückgelassen. John macht ja gerade einen Instagram-Stream. Den machen wir beide zusammen. Ja, aber du hast das Handy gerade davon in der Hand. Wir haben, ach, die Bar ist ja alles voll. Ey, ich krieg die Krise. Da gehen wir eine Bar weiter. Wir wollen jetzt erst was trinken. Ich habe leider wieder vergessen, Sachen mitzunehmen. Aber ist ja auch so, wenn man die Sachen im Auto mitnimmt, sind sie nach 2 Stunden Autofahrt auch warm. Und jetzt werden sie schon lange warm. Und wer mag schon gerne warme Getränke? Ich jedenfalls nicht. Ich schon, aber nur zu Weihnachten. Gut, ach, hier ist noch eine Bar. Sollen wir die nehmen? Ja, sieht aber nicht so geil aus. Nee, stimmt. Das sieht besser aus. Wir gucken mal. So, bis gleich. So, jetzt sind wir hier in einer Bar oder einem Restaurant am Cocoa Beach. Das Restaurant heißt Coconuts on the Beach. Ja, und wir haben ein leckeres, kühles Getränk. Schön Dr. Pepper mit leckeren Eiswürfeln. Und wir haben was zu essen bestellt. Ja, 2 Beachburger heißt das hier. Und ja, das Getränk erfrischt auf jeden Fall schon mal. Ja, und John macht hier noch den Stream nebenbei auf Instagram. Und ich genieße hier die Aussicht. Ich sehe hier auf die Brandung gerade, auf den Strand. Finde ich schön hier. Und dann, wenn wir hier fertig sind, dann geht es wahrscheinlich weiter Richtung Orlando wieder, würde ich sagen. So, das sieht ja schon mal wieder sehr lecker aus. Ein Beachburger am Strand von Cocoa Beach. Also, das ist wirklich Luxus, jetzt muss ich mal sagen. Richtig herrlich hier. Sitzt schon im Schatten unter so einem Sonnenschirm. Ja, und John hat den gleichen Burger bestellt. Ja, denselben, den gibt es nämlich nur bei Stefan auf dem Teller. Und so sieht der Beachburger aus. Lass ich mir gleich schmecken. Ja, so. Dann mal guten Appetit. So, bestens gesättigt, verlassen wir jetzt diese schöne Location. Der Burger war echt gut. Echt gut. Und wir haben schön im Schatten gesessen eben. Jetzt merken wir natürlich, wenn wir hier rauskommen, die Sonne knallt total. Erstmal unser Auto suchen, das Parkhaus, wo wir drin stehen. Und die Zeit, die wir bezahlt haben, kommt auch genau hin. Es ist jetzt fast genau 15 Uhr. So, lass uns auch ein bisschen beeilen. Wo ist denn das Parkhaus? Das ist das da? Warte mal, wir sind doch hier reingekommen, oder? Ich hab's geahnt. Wir sind mal da vorbeigegangen, hier an dem, weil das ist diese Laden. Diese ewige Autosucherei. So. Überall, wo man ist, Auto suchen. Hier schreibt schon einer, was mit euren Handtüchern am Strand, die brauchen wir nicht mehr. Die hat uns Simone ja mitgegeben, damit wir sie loswerden. Hier sitzen wir jetzt im Auto. Ja, noch machen wir links und rechts hier das schöne Wasser. Und jetzt fahren wir nach Orlando zurück. Also mir hat es echt gut gefallen. Nicht nur wegen des leckeren Essens, sondern auch wegen diesem ganzen amerikanischen Beachlife. War wie immer toll. Und jetzt kommt was nicht so Tolles. Die Rückfahrt dauert 1 Stunde und 42 Minuten. Aber wir haben es hier schön klimatisiert. Das ist natürlich auch wieder ein Vorteil. Und dann müssten wir so gegen 17 Uhr beim Hotel sein und dann können wir langsam uns auf den Weg machen in den Freizeitpark Universal. Ja, wer viel Auto fährt, muss auch viel tanken. Ist mal wieder soweit. Enter.
Und los geht's. Das ist wirklich angenehm. Also eine Gallone kostet hier 3,49 Euro. Also man kriegt also Dollar 49. Also es ist in Euro ja noch weniger. Das sind über 3 Liter für 3,60 Dollar. So, und wir gehen gleich, soweit ich weiß, wieder direkt ins Universal Studio. Hoffentlich ist es bis dahin etwas abgekühlt, weil noch ist es sehr, sehr heiß draußen. Also, ja, wir haben es auch gerade 15.32 Uhr. Jetzt hier steht die Sonne am höchsten. Und noch haben wir auch eine ziemlich weite Fahrt vor uns, noch 1 Stunde 20. Ich denke aber gerade daran, dass es wohl wahrscheinlich in diesem Urlaub die letzte größere Autofahrt mit diesem schönen Auto hier ist. Und ja, ich finde das Autofahren in den USA wirklich sehr, sehr angenehm. Und mit so einem schönen großen Auto ist es noch viel besser. Das Beste ist, wenn man also auf der Straße fährt, wo wenig Verkehr ist, dann kann man hier den Tempomaten anmachen. Und das ist das Schönste. Man kann die Beine einfach mal vom Gaspedal nehmen und sitzt hier ganz gelockert, den Arm hier so schön aufgestützt, mit Armlehne. Aber auch nicht bitte zu locker, ich will auch wieder nach Deutschland. Haben wir in Bremen alles nicht sowas bei unserem Auto. Da ist das Autofahren wirklich ein Vergnügen. Jetzt können wir noch schneller fahren. 65 Meilen können wir mal eben erhöhen auf dem Tempomat hier. Moment. Dann auf diese Automatik ist es so genial, finde ich. Also Stefan hat Spaß mit dem Auto. Ja, hab ich wirklich. Nicht mehr oder noch länger. Also, das hat schon wieder aufgehört, glaube ich. Aber es sieht ein bisschen bewölkt aus. Also die Befürchtung, dass es hier gleich zu heiß für Universal wird, die steht nicht mehr im Raum. Doch. Doch? Wir haben immer noch 82 Grad Fahrenheit. Nur weil ein kleiner Regenschauer gekommen ist, wird es ja durchaus ja nicht kühler. Also ich glaube, naja, vielleicht wird es ein bisschen schlimmer. Es sieht ein bisschen dunkel aus da hinten in Richtung Orlando. Mal sehen, was uns so erwartet. Mal gucken, aber ich glaube, so schlimm wird's nicht. Ja, da ist er, der Regen, aber ich muss mal sagen, als ich mit Simone vor vielen Jahren hier in Florida gewesen bin, da gab es jeden Nachmittag einen richtig kräftigen Regenschauer. Das ist hier gar nichts dagegen. Es ist ja, es wird schon wieder auf. Ein bisschen haben wir auch die Richtung gewechselt. Wir sind links abgebogen Richtung Orlando und die dicke Regenwand ist da vorne rechts. Ich glaube, das war's schon. Ein kleines Schauerchen zur Erfrischung. Schauen wir schon wieder ausmachen. Johnny! Ja! So, Johnny habe ich wieder abgesetzt, hier an der Ecke. Da spart er sich ungefähr 10 Minuten Weg durch die Hitze und ich fahre zum Hotel, bringe den Wagen weg, komme dann wieder hinterher. Sollte funktionieren. Ja, so muss das sein. Eine Erfrischung von innen
Und Erfrischung von außen gibt es auch noch. Ein Regenschauer. Sehr, sehr angenehm noch. So kann man den Weg ertragen hier in dieser Hitze. So, wo bist du denn? Sag mir, wo du bist. Ich bin gerade durch die Wand gekommen. Beim Exit. Wo Exit ist normalerweise. Ja. Okay. Dann, was ich sehe, da, dich. Wir haben gerade dasselbe Kind schreien hören. Also ich habe es in echt gehört und am Telefon gleichzeitig. So, machen wir Single Rider oder was? Ja. Gut. Aber was? Ja, Flucht von, wie heißt das nochmal? Gringotts, glaube ich. Ich bin nicht der größte Harry Potter Profi. Aber Fan. Ladies and gentlemen, a wild kart ride awaits you. Be warned, it is not for everyone. Muggles might describe the journey to the vault as a high-speed roller coaster ride with sudden and dramatic acceleration, climbing, stopping and diving. Even some in the magical community find the ride a bit challenging. Listen carefully to the following safety information. Expectant mothers and individuals with heart, neck or back conditions or abnormal blood pressure, medical sensitivity to fog or strobe effects, recent surgeries, those prone to dizziness or motion sickness, or those who have any other conditions that may be aggravated by this experience, should not ride. You must be at least 42 inches in height to ride, unless you are a goblin. Ist gerade Mardi Gras und wir haben gerade so eine tolle Parade gesehen bei Einbruch der Dunkelheit, schön beleuchtet, und da wurde mit diesen Ketten geworfen und da haben wir jeder mal 14 Stück abgegriffen. Ich habe 14 Stück ins Gesicht bekommen. Gute Ausbeute. So, und jetzt ist draußen was passiert. Es gießt in Strömen. Wollen wir mal sehen, was noch läuft heute. Ja, Wasser. Video von mir. Ja, da beginnt ein Video. Hier geht ein Video langsam zu Ende.
Hier geschieht das, was hier jeden Abend geschieht. Unsere Dateien werden hier gesichert. Und ja, das Video, was hier gerade läuft von Simone, heißt Ein Tag in meinem Leben oder Ein Tag mit mir. Oder Ein Tag in meinem Leben, ja. Ja, glaube, das sind halt die typischen Titel, wenn einem keine Titel mehr einfallen. Ja, das ist ja das, was man immer sieht. Es ist aber schon schwierig, alleine Videos zu machen, muss ich ja ganz klar sagen. Darüber kann man ja ein anderen Mal noch diskutieren. So. Auf jeden Fall, wir lassen jetzt den Tag ausklingen und benutzen das Video quasi als Einschlaftablette. Genau. Es ist jetzt 10:45. Jetzt noch Datensicher vom heutigen Tag. Ja, das war so ein typisches Urlaubsvideo von uns wieder, dieser Vlog. Ich hoffe, er ist lang genug geworden. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Und wenn euch gefallen hat, könnt ihr ihn ja liken, uns abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Ja, tschüss. Oh, ein Durst. Du hast mich daran, mir hier was Leckeres zu essen zu zaubern. Vielmehr liegt mir Wünscherei, dass ich noch zu essen komme, solange es warm ist. Und ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe ein Kartoffelpüree gemacht. Und da habe ich